Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben ja schon, ich muss euch mal, das Video zum die Videos zum Teleprompter gemacht. Ich habe denen jetzt mal was erhöht. Hier wollen wir gleich das Tablet reinmachen. Ich will euch vorher aber noch was zeigen. Ich habe jetzt meine Fernbedienung, die mit bei war, mit dem Tablet verbunden. Und habe die Software, was ich dachte, was eine Software ist, einen Code bekommen, um auf die Webseite zu kommen. Das ist nämlich keine Software, die man runterladet. Und dann hat man es auf dem Tablet, auf dem Handy und kann die dann benutzen. Das ist hier ein bisschen anders. Das ist eine Webseite, da gehen wir rauf, müssen uns anmelden und dann haben wir die Software drauf. Beziehungsweise können die Software nutzen. Und ich habe... hier jetzt einfach mal... Ach, jetzt läuft der hier durch. Moment. Zack. Wieso läuft denn der jetzt? Ach, der hat die Bewegung an. So. Ich mache erstmal mal so. So. Ich habe jetzt hier so einen Text drin von, ich werde euch mal zeigen, von Wikipedia. Ich habe einen schönen langen Text ausgesucht. Den können wir dann mit Play starten. Wir können auch die Geschwindigkeit beim Zahnrad, beim Scrollen etwas einstellen. Wir machen mal auf das Niedrigste, das ist 1. Wir haben auch Mikrofon drin, wofür das ist, keine Ahnung. So, dann haben wir hier einen Button für Spiegelung, weil jetzt könnt ihr noch sehen. Wartet mal, ich mache das mal anders. Das ist ja Blödsinn, wenn, wenn ich das hier immer hochhalte. So, das machen wir einfach mal so. Und dann zoome ich euch ein Stück ran, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr erkennen. Dann sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. So. Und wir haben hier oben, ich scroll mal nach unten, also ich bin hier oben. So, wir haben hier Pause. Dann haben wir Löschen. Wir können auch hier zulassen. So, habe ich mal zugelassen. Weiter, 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 weiter. Stopp. So, also das geht jetzt nur so lange, wie ich rede. Wenn ich jetzt natürlich aufhöre zu reden, stoppt es. Finde ich eine ganz sinnvolle Funktion. Ich habe vorher überlegt, für was man hier Mikrofonfreigabe machen muss. Jetzt weiß ich es. So, und dann haben wir hier oben die Fernbedienung und wir haben auch noch ein Zahnrad. Wir können die Schriftgröße jetzt einfach mal hochsetzen. Wir können das spiegeln. Ja. Audio auf, Audio zu. Also jetzt passiert gar nichts mehr, wenn ich jetzt was sage. Wenn ich jetzt natürlich rede, geht das natürlich weiter. Das lassen wir mal an. Mikrofonempfindlichkeit können wir mal runtersetzen auf 80. Dann geht das natürlich etwas schneller an. So, oder hier 100. Da ist es sehr empfindlich. Oder eins. Also bei 1 ist es empfindlicher und hat noch so ein bisschen Nachscroll. Jetzt muss man sich da natürlich die passende Geschwindigkeit raussuchen, die man braucht. 50 ist mir ein bisschen zu lahm. Ich werde es mal auf 35 machen. Dann hat es bei 35, läuft es ganz flüssig weiter und hat eine kleine Nachlaufzeit. Finde ich ganz interessant. So. Können wir das hier... Wartet mal, ich muss euch mal kurz
aus dem Zoom rausholen. Ich glaube, die Schrift müssen wir, ich arbeite heute auch das erste Mal damit. Wie gesagt, alles beim ersten Mal. Ich mache hier keine, nicht, dass ich hier 20.000 Mal irgendwas vorher teste. Irgendwie kann ich die Schriftgröße jetzt hier gar nicht ändern, aber das ist auch nicht das Problem. So. Und wir haben dann natürlich auch noch einen Play-Knopf. Hoppala, jetzt habe ich hier was weg. Jetzt habe ich hier aus Versehen den Text gelöscht. Ich habe mir den vorher bei Wikipedia einfach reinkopiert. So, die Einstellungen bleiben aber bestehen, das finde ich super. Einfügen. So, wir machen jetzt einfach mal spiegeln und so. Wir können das nämlich eigentlich auch auf dem Kopfling, das Tablet. Achso, ich habe bestimmt das Autodrehen nicht drin. Ach ja, automatisch drehen. Das nervt mich nämlich manchmal, deswegen habe ich es nämlich nicht drin. So. Ich habe jetzt die Spiegelung drin und dadurch erkennt ihr praktisch jetzt nicht mehr wirklich, was da steht. Ja, doch ein bisschen. Die Kamera spiegelt das immer noch ein bisschen. Kurios. Also richtig würde dann nämlich so aussehen. Also ich sehe es dann halt. Spiegelung aus. So, Kamera spiegelt den abgefilmten Text natürlich so ein bisschen. So, das ist jetzt ganz normal so, dass man es lesen kann. Und ich mache jetzt einfach die Spiegelung an und schon könnt ihr deine Kamera wieder lesen. Und das ist im Prinzip das Prinzip hinter diesem Teleprompter, ja, wir zoomen mal noch ein bisschen rein, zack. So, wir müssen jetzt hier erstmal wieder. Ach, scheiße. Ich habe aus Versehen könnt das jetzt sehen. Ich muss dann natürlich hier immer noch den Augenmodus deaktivieren, weil der nervt mich selber auch manchmal, aber solange das in Bewegung ist, ihr seht es ja, da passiert auch was. Naja, wenn ich nicht hingucke. So. Test 1, 2, 3, 4. Ja. Es scrollt ganz normal. Wenn ich jetzt weggucke, auch beim Nicht-Weggucken, so. Und ich zoome euch mal ran, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Ja, also es, ihr seht das jetzt natürlich spiegelverkehrt. So. Und ich muss dann in den Einstellungen jetzt sagen, Spiegel aus, einstellen, so. Aber irgendwie ist es noch von oben nach unten spiegelverkehrt. Wir müssen das so rum reinlegen. So, ich mache mal nach unten. Jetzt sollte es bei euch gerade sein. Bei mir ist jetzt alles spiegelverkehrt. Ich drücke jetzt einfach aufs Zahnrad und sage wieder spiegeln. Nee. Spiegeln. So, jetzt dürftet ihr nichts mehr sehen.
Bei euch, also ihr seht schon was, aber spiegelverkehrt. Ich sehe es aber hier natürlich so, wie es sein muss. Ich kann natürlich jetzt auch die Fernbedienung nehmen, wenn sie das mal machen sollte. Die habe ich noch nicht konfiguriert, kann sein, dass es deswegen ist. Was ich halt sehr gut finde, ist, wenn man das abliest und praktisch das vorliest, dass es dann scrollt, und sobald man eine Pause machen muss, weil gerade vielleicht, man sagt dann halt, man liest dann Nachrichten zum Beispiel vor oder was weiß ich, oder was so in der Gaming-Szene passiert ist, und sagt, jetzt kommt ein Einspieler, hört es automatisch auf. Man schneidet es ja dann im späteren Verlauf, aber es hört halt kurzzeitig auf. Man lässt eine kurze Pause, dass es halt, dass man weiß, wo man dann schneiden muss, weil da dann kein Ton ist. Und dann kann man ganz normal weiterreden. Man muss halt nur diesen komischen Augenmodus da rausmachen. Das ist ein bisschen nervig. Das vergesse ich jedes Mal aufs Neue. Aber den kann man ja in den Grundeinstellungen vom Tablet aktivieren. Ich habe ihn aber jetzt hier nicht drinne. Und wenn meine Tochter, wenn die das nimmt und das Ding irgendwo rumliegt und der Modus nicht drin ist, dann bleibt da ewig der Bildschirm an. Und das geht alles auf den Akku. Und deswegen habe ich das halt so dran. Das ist halt für uns das kleinere Übel. Und dann kann man halt hier, wenn man sagt, naja, so in der Nachrufnahme, zack, das muss ich nochmal nachsprechen. Dann spricht man das halt nochmal nach, kann hier nochmal kontrollieren. Also ich sehe es jetzt, wie gesagt, wie es sein soll. Ihr natürlich nicht. Für euch muss ich jetzt hier wieder so machen. Dann würdet ihr das jetzt. Ach, so, die Fernbedienung war gar nicht aktiviert. So, und wenn wir jetzt sagen, Esel fressen, Nesseln nicht, Nesseln fressen, Esel nicht, so seht ihr das halt ganz normal. Für mich ist es jetzt total spiegelverkehrt. Nicht wundern über das Ding, was hier ist. Also, ich gucke jetzt gerade in die Kamera. Da. Hier habe ich noch zu Demonstrationszwecken die Halterung festgemacht für eine Kamera. Also für das Handy praktisch ist die jetzt. Ich habe extra den nochmal umgedreht, damit ihr den goldenen Nippel seht. Ja, also da könntet ihr dann praktisch ein Handy, das müsst ihr natürlich umdrehen, ja, wegen der Halterung. Ihr könntet da ein Handy ranmachen und dann könntet ihr, ja, mit dem Handy filmen. Ihr könnt natürlich auch die Schraube, die ist hier unten, da könntet ihr dann natürlich auch ganz normal eine normale Kamera hintermachen, die euch filmt. Dann macht er das praktisch aufs Stativ, wo die Kamera drauf ist. Warte, ich zoome euch mal raus. Dann macht er praktisch das ganze Teil auf dem Stativ, wo eure Kamera vorher drauf war. Und die Kamera dann dahinter, dass die aufnehmen kann. Ja. Und dann würdet ihr dann praktisch das so sehen. Ne? So würdet ihr das dann sehen. Ihr würdet den Text sehen, aber die Kamera dahinter, die würde euch vernünftig filmen, aber nicht den Text. Logischerweise nur euch, weil es ist ein Glas, es ist eine Spiegelung, die nur für euch sichtbar ist und nicht für die Kamera. Ja, ist, finde ich, ganz cool. Und man braucht nicht teures Geld ausgeben. Ja, also für den Preis eine Fernbedienung. Also es gibt verschiedene Pakete. Fernbedienung, das ganze Gerät. Die Halterung für Handy bzw. Kamera. Entschuldigung, das musste ich beniesen. Oh. Oh Gott. Und dann noch die Webseite bzw. die Software für das Programm hier, beziehungsweise da das hier so nach und nach runterläuft. Und auch, dass es mit der Sprache so funktioniert, finde ich, ist ein sehr schönes Gesamtpaket. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr kein Tablet habt, ja, also das sieht dann, wartet mal, ich guck mal, so, das sieht dann natürlich im ersten Blick so aus, die Software, also die Webseite, geht ihr drauf und dann sagt ihr, ob ein Teleprompter,
Dann kommt ihr dahin, weil meine Daten jetzt gespeichert sind. Und dann kommt ihr, voiceteleprompter.com ist die Webseite, die werde ich euch unten drunter verlinken, aber ihr kommt halt nur mit einem Code rein. Und dann könnt ihr hier praktisch den Text eingeben. Und dann habt ihr hier halt das Einstellungsrad, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit, Mikrofonempfindlichkeit. Ja. Wir können jetzt auch mal die Scrollgeschwindigkeit auf 50 hochsetzen und können löschen. So, ich habe jetzt die Scrollgeschwindigkeit auf 50 eingestellt. Da seht ihr, das geht einfach nur so durch. Ruckzuck ist der ganze Text durch. Also da müsst ihr das an eure Sprechgeschwindigkeit anpassen. Ich war bei 1, wir können ja mal 10 testen. So, jetzt bin ich bei Sprechgeschwindigkeit 10. Dann geht das auch ziemlich schnell. Ja, aber ich finde, auch das ist noch zu schnell. Da finde ich 1 eigentlich am besten, weil da geht es wirklich langsam durch. Man kann alles lesen, nach und nach. Ja, man verhaspelt sich nicht oder dass der Text dann weiter oben ist und man nicht mehr weiß, wo man war. Also, dass man da dann nicht verfolgen kann oder dass man anfängt zu lesen und das, was man liest, ist schon ganz woanders. Das ist eigentlich ganz cool gelöst. Wir müssen aber, wie gesagt, auch nicht unbedingt ein Tablet nehmen. Wir können auch ganz normal ein Handy nehmen. Ich muss gerade mal gucken. Habe ich hier irgendwas drauf, was wir uns angucken können? Ja, nehmen wir mal Rakuten hier. Habe ich eine E-Mail von Rakuten bekommen? Ja, die können wir dann praktisch. Geht das bei E-Mail auch? Ja. Na, können wir das dann praktisch. Ich mache mal mit einem farbigen Bild, damit ihr das euch ein bisschen besser vorstellen könnt. Ja. Könnt ihr auch euer Handy mal reinmachen und ja. Dann praktisch vom Handy ablesen. Also die. Das einstellen. Bei mir hat es jetzt mit der Vergrößerung vom Text auf dem Tablet nicht wirklich funktioniert. Warum? Weshalb kann ich euch echt nicht sagen. Ich gucke gerade noch mal. Habe ich das noch irgendwie offen? Okay, so. Nee, habe ich nicht. Voice minus teleprompter.com gebe ich einfach ein. Ich hatte es bei, dann kommen wir hier hin zu dieser Webseite. Ja, wenn wir einmal eingeben, Google sagt uns dann die. Und ist auch gleich die oberste mit diesem grün-weißen Viereck, Login. So, Passwort ist ja gespeichert. Zack, bumm. Zulassen. So, und wenn wir jetzt hier. Warte mal, ich mach mal nur bis Text. Will er immer, dass ich den kopiere oder was weiß ich. So. Aber hier könnt ihr das jetzt vielleicht besser sehen. So. Im Hintergrund seht ihr den Text. Ich werde nochmal hier runter machen. So,
Im Hintergrund seht ihr den Text. Und wenn ihr das Tab hier größer macht, von Martin die Freundin. Jetzt. Zick. Und das ist jetzt das. Ne, geht bis 100, geht so über 100. Ja, also da geht es. Servus, hallo und herzlich. Geht hier alles an, ne? Wird hier vorgeschlagen. Wer schlägt mir denn sowas vor? So. Gucken wir mal. Mache ich nochmal schnell das Tablet an. Wir gucken da nochmal schnell nach. So. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt hier nochmal zeigen. Login. So. Beim Tablet habe ich jetzt hier nicht die Möglichkeit, das jetzt zu verändern. Ich habe hier groß und dann haben wir hier gleich NAN. Ja, aber da kann ich nicht Plus und Minus drücken. Also die Schrift wird hier komischerweise nicht größer. Es kann sein, dass es hier an diesem... Als das an Google Übersetzer liegt. Ich werde noch mal gucken. Nee. Ich habe Google Übersetzer jetzt gleich weggemacht, aber auf dem Tablet kann ich es leider nicht größer machen. Warum? Es kann an meinem Tablet liegen, weil das schon alt ist. Ich habe die letzten Updates nicht gemacht. Es kann gut möglich sein. Ich habe Videos gesehen, da haben sie das mit einem Tablet gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es ein iOS oder ein Android-Tablet war. Und da hat es funktioniert, dass man auch auf dem Tablet die Schrift größer machen kann. Sehr, sehr groß machen kann. Also teilweise, dass ein Buchstabe alleine so groß ist. Braucht man nicht wirklich so viel so groß machen. Aber gut, dass es da ist. Ja. Können wir das hier schließen. So. Ich habe heute auch mal ein neues Mikrofon benutzt. Ich hoffe, das macht sich bemerkbar. Sollen wohl weniger Hintergrundgeräusche sein. Ich habe es heute das erste Mal in Benutzung. Dafür erstmal ein fettes Dankeschön an Soulflyer, der mir das Mikrofon geschenkt hat, was ich in meiner Wunschliste drin hatte. Das ist ein Lavalier-Mikrofon. Und das ist auch gut verarbeitet. Die Anschlüsse sind alle aus Metall und so. Kommt, mache ich vielleicht auch noch mal ein Video zu. Aber erstmal will ich es noch ein bisschen testen. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Das hat euer Odin.